Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Arc Talk. Heute selbstverständlich mit mir, Emmy, und eurem Imperator. Genau. Und welches Thema haben wir? Arc. Damals versus heute. Richtig. Ja, kurz zur Erklärung für, sagen wir mal, Einsteiger. Arc war nicht immer so, wie es jetzt rausgekommen ist. Es ist ja jetzt ein richtiges Spiel. Früher war es Early Access. Das bedeutet, man konnte schon anfangen zu spielen, während das Spiel noch entwickelt wurde. Und somit waren viele Dinge nicht gegeben, die man heute einfach alle hat. Und wir wollen da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Okay, womit starten wir? Ich würde sagen, mit der Tierwelt. Ja, fang an. Also, als ich mit Arc gestartet bin, war an der große Vogel, der Quetzel, noch gar nicht zu denken, was? Es wird mal ein Vogel geben, der einen Mammut hochheben kann. Und wie wir die gesucht haben, alle immer, ne? Ja. Ja, das stimmt. Der Quetzel war noch nicht. Mit was wurde damals gefarmt? Zu Fuß. Zu Fuß. Und dann gab es aber auch Momente, da ist man mit mehreren Agentavissen auf Follow Lows geflogen, um das Metall zur Base zu fliegen. Weißt du das noch? Und das ist heute gar nicht mehr zu denken irgendwie, ne? Und das Gewicht. Du musst extra die Agentavisse, also ne, vom Ding her, Zucht gab's auch nicht. Nee, Zucht gab's auch nicht. Du musst das Level, also extra Agentavisse tame gehen, die dann nur dort dafür verwendet werden. Ja. Bäh. Und in dem Moment gab's eigentlich im Großen und Ganzen nur Agentavisse, also Gewichtsagentavisse. Zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, noch gar nicht dran zu denken, das kam erst ein bisschen später, die wirklich für den Kampf einzusetzen und die auch so zu skillen, oder? Ja. Weil ich so richtig erinnern kann ich mich da jetzt auch nicht so, aber ich habe da so ein paar Bilder im Kopf, die sind schon... Agentavisse waren so für Transporter. Ja, das weiß ich noch, stimmt. Ja, die wurden auf Gewicht... Weil Laufen zu langsam war. Und die Tetranodons, die wurden dann meistens hier Kampf oder Schnelligkeit. Ja, so. ja, das war schnell von A nach B Flitze. Und halt eben auch Kampf, die waren stark, ne? Also, obwohl die haben sich im Laufe der Zeit auch verändert, die Tetranodons, ne? Weil die wurden von Arc selbst immer wieder umgestellt. Mal waren sie sehr stark, was den Kampf betraf. Boah, der Damage-Wert von damals. Ja, genau. Dann waren sie mal wieder schwächer, dann wurden sie wieder verstärkt und es war so ein Hin und Her mit den Tetranodons. Die krasseste Veränderung von damals auf heute ist hier der Flugnerf. Dass die Flugdinos konnten damals noch alle Punkte leveln, auch Bewegung, Geschwindigkeit. Und die sind hingegangen und haben jetzt da kurz vor Veröffentlichung dann eine große Nerf rausgehauen, damit Flugdinos aller Art, auch Drache und Co., nicht mehr auf Bewegung, also Speed zu Level gehen. Selbst verschiedene Werte, wie zum Beispiel Ausdauer oder so, hat man dann jetzt viel weniger bekommen wie damals. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist so das Krasseste, was sie geändert haben. Irgendwas zum Essen oder zum überhaupt so... Koche. Koche konnte damals... Zum Beispiel das Battle-Tata, was dir ein Buff-Gap hat mit Stärke und Co. Und das konntest du damals noch die Tiere geben. Und ganz wichtig, die ganzen Rezepte, die man heute kennt, gab es damals noch nicht. Ja, das mussten wir selber rausfinden. Nee, ich glaube, das war noch gar nicht drin. Also soweit ich mich erinnern kann, war das noch gar nicht drin. Also ihr könnt in den Kommentaren, könnt ihr mich berichten. Ich meine so Medieval Buu und Co., das war schon da. Ja. Nur halt nicht so bekannt. So wie jetzt, ne? Ja, da war noch nicht so, wenn ich jetzt das esse, dann kann ich länger tauchen oder so. Das war nicht bekannt. Nee, absolut nicht. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, das war so früh. Wir reden jetzt wirklich von der Anfangszeit. Vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen. Zweieinhalb Jahre jetzt nicht, aber so knapp über zwei Jahre habe ich angefangen. Und ich meine, dass es da noch gar nicht gab. Ja.
Und ja, wir reden jetzt wirklich von der sehr frühen Zeit. Und heute gehe ich, mache ich das Arc-Forum auf und ja, kann ich jedes Rezept nachlesen. Genau. Dann Tame. Tame war auch so... Nur mit Pfeile. Ja, es war wirklich nur Pfeile, ne? Es war gar also Dart. Diese Dart-Pfeile gab es damals noch nicht. Ne, und jetzt haben sie ja die Schock-Darts noch reingebrungen. Ja. Aber die gab es auch, die Darts gab es nicht. Nee, da hätte man nie gedacht, dass so eine Armbrust hat ja auch ein bisschen gedauert. Richtig, genau. Da waren wir alle noch, wir haben jetzt Armbrust. Und das war, ja, wenn man jetzt so dran zurückdenkt, schon lustig. Ich weiß noch, der Patch-Trailer, wo der Greifhaar gekommen ist. Ja. Dass du dich mit der Armbrust an den Rand hochziehen kannst. Genau. Wahnsinn. Und das ist noch nicht ganz so lange her wie mit den Darts. Aber und da haben sie es alle dann ausprobiert. Also egal, immer wenn es Neuerungen gab, haben wir es alle immer zusammen ausprobiert. Es war immer, da wusste man, so, heute klappt das Farmen nicht, weil alle testen die neuen Sachen. Ja. Alle sind, ein neues Tier ist erschienen. Oh, ich fand das damals so schlimm als Owner. Weiß. Oh, es gibt ein neues Tier, es tut keiner mehr so eine Pflicht erfüllen. Die sind alle unterwegs, das dumme Vieh zu suchen. Genau. Was war's denn? Ich weiß nicht mehr, was es war. Der Quetzel, die Giraffe. Nee, es war was Nutzloses in meinen Augen. Nee, es war, ich kann mich erinnern, es war der Quetzel, die Giraffe. Was kam denn dann noch? Der Frosch, die Kuh. Ja, alles. Ja, die Kuh meine ich ja. Ich meine die Giraffe. Für mich ist das eine Giraffe. Ne? Also die Kuh ist... Pinguine! Es waren Pinguine. Genau, Pinguine. Und, Übrigens für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Giraffe oder Kuh ist, Paracea heißt das Vieh. Giraffe? Ja. Und ich weiß gar nicht. Jedes... Und Impi hatte schon schlechte Laune, als er dann onkam, weil alle sind losgezogen, dieses Tier. Man konnte sie auch nicht behalten. Leute, ich hatte die Situation auf einem Mal-3-Server. Pinguin, ganz neues Tier. Und natürlich waren Tiere schon getamed, bevor ich on war. Na, ganz normales Schaffe, heimkomme, rechne an. Da. Impi, ich habe Pinguin. Und was macht man jetzt damit? Ja, ich laufe da unten auf der Eisfläche rum, lass den mir nachlaufen und sammel Perlen und stopf sie in den Pinguin. Warum? Nämlich okay, Agentavis. Der Pinguin ist neu. Ja. Was soll ich denn da noch sagen? Was war nochmal Jason? Der hatte doch da mit dem Pinguin. Da war das doch irgendwas. Das war das. Ist unten mit dem Pinguin rumgelaufen, hat Perle gesammelt und hat zu dem Pinguin gegangen. Genau, ja. Stimmt. Und wir alle dachten uns nur PvP-Server. Was macht der da unten? Aber mal anders. Keiner hätte ihn angegriffen mit dem kleinen Pinguin. Nee, weil es aussieht wie ein Noob. Ja. Und somit haben die, also der war damals, die Instellung damals von den Leuten war viel besser wie heute. Heute laufst du am Strand rum und wärst einfach instant kill. Da kommt einer mit dem Petri, rollt sich durch dich durch, du bist tot. Damals hat man Neuanfänger in Ruhe gelassen. Das stimmt, aber nicht nur wegen den Einstellungen, sondern allgemein. Allgemein, weil man nicht gewusst hat. Wir reden hier von Office-Server. Wir haben ja, auf einem offiziellen Server angefangen. Und ziemlich lange auch gespielt. Und mal kurz, ganz, ganz kurz, nur Office-Server ist, es gibt... Die, wo von Wildcard zur Verfügung gestellt werden. Genau. Und die anderen, das sind, was heißt privat, sind die auch nicht, kann man auch drauf joinen. Doch, das ist vom Privatnutzer finanziert und bereitgestellt für die Öffentlichkeit. Manche haben Passwort, manche nicht. Und dort können die dann auch die Einstellungen und Mods und so weiter genau. Offizieller Server hat keine Mods und es ist alles mal eins. Das heißt, man braucht ewig dafür. Nur mal so nebenbei. Und jetzt zurück zum Thema. Ich habe nämlich schon wieder den Faden verloren. Ne, passt. Bis jetzt passt alles. Nee, ich meine, weil wir waren ja eigentlich dabei zu sagen, dass es Office-Server waren. Und ich habe das mit dem... Die wurden alle in Ruhe gelassen. Richtig. Genau. Weil man damals den Leuten Spielspaß nicht nehmen wollte. Raids waren auch ohne Mimimi. Raids allgemein haben ewig gedauert in der Vorbereitung. Ja, das stimmt. Dadurch, dass es mal eins war. Aber es hat keiner sich im Chat so 3 Monate oder so heute, vorbereitet. Ne? Und C4,
Was ist C4? Man hat damals mit Granate geratet. Das stimmt, das stimmt. Boah, ich weiß das noch, die Endgroßbase mit der Großholzbrücke. Mit Rexe rein, mit der Rexe die Tiere getötet und alle anderen von der Petris aus gegrabt und Granate in die Unne geworfen. Weil, wenn a Tribe Turrets hat, also automatische Geschütze, dann waren das nicht viele. Vielleicht so, der größte Tribe damals hat 6 Turrets gehabt. Ja, weil das so extrem hart war, das zu farmen und so. Mhm. Aber gut, da hatten wir ja einen gehabt, der hat das innerhalb von, an einem Tag hat der 6 Turrets geschafft, ne, zum Schluss. Es waren 17, wirklich. Der hat sich echt hochgesteigert, der Junge. Aber zu früher und heute gehört auch, muss man da einfach mal sagen, was ich natürlich nicht so toll finde, früher gab es nicht dieses, oh, der hat ein Tier von mir abgeknallt, ich gehe jetzt vom Server. Oh, ja. Also dieses ganze Mimimi und die Leute, dass die so schnell aufgeben, das gab es früher auch nicht. Man hat einfach, egal wie oft man geradet wurde, egal wie oft irgendwas schief ging, man hat weitergemacht, ohne im Chat den anderen großartig zu beleidigen. Natürlich gab es auch Auseinandersetzungen, aber im Vergleich zu heute, um Himmels Willen. Also ich, das war damals quasi wie so ein kleines Rollenspiel im Chat sogar. Ja, genau. Weil man hat ja sein Stammname gehabt und der andere hat sein Stammname gehabt und dann hat man sich so im Chat irgendwie gegenseitig so versucht, Respekt zu nehmen. Ich bin der Stärkste auf dem Server, weil deine Tiere viel schwächer sind und so. Er hat doch nicht, du blödes Stick. Irgendwas. Ja. Ja. aber das ist wirklich. Und heute, ganz ehrlich, manchmal komme ich mir vor, ich möchte niemanden beleidigen. Also wer sich angesprochen fühlt, solltet ihr vielleicht drüber nachdenken. Aber heute kommt mir es vor, wie wenn du in so einen Miniclub gehst, wo die ganzen Babys nur noch am Heulen sind. So kommt es mir heute vor. Und das war ganz, ganz anders früher. Auf dem Server ist hier Farmer Mul 1, ich bin weg. Ja gut, Farm mal 1 mag ich jetzt auch nicht so gern. Ich bin da auch schon mehr verwirrt. Ja, aber das ist halt der Wildcard-Standard. Ja, aber allgemein, die Einstellung, kannst du die nicht doch höher drehen oder die Einstellung, kannst du die nicht niedriger machen? Nur weil sie wissen, dass man Admin ist, wer dann immer gleich, kannst du nicht? Nee, ich kann nicht, weil ich es nicht so will. Mein Server ist von vornherein so eingestellt und dann, oh, ich hasse sowas. Ja, und die versuchen es immer wieder diskutieren und sagen dann auch meistens, sie gehen und kommen dann aber doch irgendwie drauf. Und die sollen doch einfach mal auf Offi gehen und Domo Wildcard. Wildcard kann schon nicht höher drehen. Muss sie wie weit zu kommen. Was ich auch noch ansprechen muss, ist dieses innerhalb des Tribes hier von Innovation. Das ist im Moment ganz aktuell. Das ist ganz, ganz schlimm geworden. Das gab es früher auch nicht. Das fing erst später an, zum späteren Zeitpunkt. Freunde, die sich gegenseitig hinergehen. Also ja. Leute, was ist mit euch los? Das stimmt, das gab es früher überhaupt nicht, gar nicht. Und dann wurde es mit der Zeit, kam dann mal so zwischendurch, hatte man das dann mal so. Aber heutzutage, du weißt nie, wenn du jemanden aufnimmst, ist es jetzt oder ist es nicht. Und es ist schlimm. Also ich finde es ganz, ganz schlimm. Es kommt einem wirklichen Krieg schon echt richtig nahe, ne? Muss man dazu sagen. Und das erschreckt mich schon ziemlich. Leute, die erst, ne, bleib mal bei dem Standard, 12 Jahre alt sind, schon so Intrige innerlich plane, boah, ich gehe jetzt den Stamm joine und klau dem dann alle Sachen aus der Schränke und hau dann wieder ab. Also, alle, der Plan da hinten dran. Wahnsinn. Ich gehe nur zu dem, um dem zu schaden. Warum? Also, damals, wo wir angefangen haben, ich war froh, mich mit Leid und der Halle zu können, die eventuell was mehr wissen, wie ich über das Spiel oder besser könne, um selber zu lernen und ja. Die Leute kennenzulernen, vielleicht ist es ja was. Aber heute, ja, ich habe das Gefühl, man joint nur noch um zu schaden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Manche haben Wut, meinetwegen auch im Privatleben, gehen in das Spiel und müssen sich dort auslassen, andere abfacken. Sorry, ich benutze das Wort eigentlich gar nicht oft. Ja, aber es wird langsam Standard. Ja, und das ist ganz schlimm. So, aber die Zeit ist, glaube ich, schon um. Ah, ich muss noch was. Ja, erzähl. Durch das
wie du sagst, abfacke, hat es ganz massive Probleme gehabt. Früher waren die Tribes so 70 Leute groß. Das kannst du heute vergessen. Also wenn man heutzutage 10er Tribe findet, dann ist das viel. Wenn die alle 10 sich noch so vertrauen können. Ja, Respekt. Das gibt es heute nicht mehr, gerade wegen solche Fälle. Ja, ja, das wollte ich noch raushauen. Man merkt, ne, dass man eigentlich zu wenig Zeit hat, um die Themen wirklich richtig tief einzugehen. Ja, wenn wir wollen, dass wir die besser drauf eingehen, dann müssen wir uns zeichnen, indem wir es liken. Ja, oder beziehungsweise schreibt in die Kommentare. Erstens mal, wenn ihr euch dran beteiligen wollt, wenn ihr selbst dazu was zu sagen habt oder Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Und wenn ihr auf bestimmte Themen, dass man da näher drauf eingeht und noch tiefer geht, weil, ne, das kann man jetzt so in ein paar Minuten halt eben nicht. Ein paar Minuten, sag ich schon. Dann schreibt es auch unbedingt in die Kommentare, weil ohne das wissen wir nicht, was wir machen sollen, ob wir ein Thema nochmal konkret tiefer Special machen. Genau. Und ja, deswegen, also schön mitmachen, wir freuen uns drüber. Mir selbst hat es Spaß gemacht. Wie sieht's mit dir aus? Wie immer, ein heides Vergnügen mit dir. Ja, danke schön. Fühle mich sehr geehrt. Okay. Leute, haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.